300 Meter heute Morgen liefen überhaupt nicht gut. Er ist der Klatscher. Bahnradfahren. Wie ich im letzten Video ja schon so ein bisschen angekündigt habe, war ein kleines Projekt fürs Ende der Straßensaison, mich mal auf dem Bahnrad zu versuchen. Und ja, eventuell könnte es sein, dass ich bei meinen ersten Anläufen auf der Landstraße zum Nachbarkaff ein bisschen Bodenkontakt hatte. Aber insgesamt muss ich eigentlich sagen, war ich überrascht, wie schnell ich mich dann doch daran gewöhnt habe und wie gut es insgesamt lief, sodass ich nicht mal 2 Monate später in Paris bei der Bahn-WM starten durfte. Auf dem Weg dahin gab es aber natürlich noch einige Zwischenstopps. Zunächst erstmal die Bahn-DM in Cottbus. Ich bin einen Tag vorher angereist, um zumindest vor dem ersten Rennen einmal auf der Bahn auch zu fahren. Und also wirklich, als ich diese Bahn zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte mir einfach nur so, WTF, wie steil ist bitte diese Bahn? Wie soll das gehen, dass man da nicht wegrutscht? Weil in den Steilkurven gefühlt ist diese Bahn da senkrecht. Aber gut, hilft ja nichts. Langsam von unten, wo es quasi schön flach ist, hochgearbeitet, Stück für Stück. Und nach dem ersten Schreckmoment ging es dann doch erstaunlich gut, sodass ich mich eigentlich schon am Ende der ersten Bahn-Session einigermaßen sicher gefühlt habe. Natürlich, ja, man denkt sich dann doch immer noch, wenn man auf die Steilkurve zufährt, so, ob das gut geht. Aber es war jetzt so, dass ich es mir schon zugetraut habe, da halt ganz normal am nächsten Tag dann die Rennen zu fahren. Und hatten dann zumindest mal für die entscheidenden Distanzen, also vor allem 4000 Meter und 1000 Meter, so einen groben Anhaltspunkt, wie da einfach so unsere Zeiten quasi sind. Und tatsächlich hat dann der Bundestrainer auch entschieden, anhand unserer Leistungen und anhand der Ambitionen und des Potenzials, das wir gezeigt haben, dass wir eben tatsächlich mit für Paris nominiert werden und da eben mitfahren durften. Damit ging auch einher, dass ich nochmal an einem extra Trainingslager teilnehmen durfte in Frankfurt-Oder. Da sind wir also auch wie üblich in so einer kleinen Nacht- und Nebelaktion hingedüst und hatten einfach nochmal ja, ein paar Tage unter perfekten Trainingsbedingungen da am Olympiastützpunkt, zweimal am Tag auf der Bahn gewesen, da perfekt versorgt mit Kantine und Möglichkeiten, mal ein Eisbad zu nehmen zur Regeneration. Okay, das ist krasser als gedacht. Alter, das ist echt so gut. Da muss ich wirklich sagen, das Trainingslager hat einfach übertrieben viel gebracht und mich im Bahnradfahren doch noch mal ein Stück sicherer werden lassen. Insofern war ich da schon wirklich mega dankbar, dass ich da mit durfte. An der Stelle muss ich wirklich auch mal sagen, ich glaube, einer der Hauptfaktoren, dass wir überhaupt in, also mit wir meine ich so die Newcomer, die jetzt eigentlich dieses Jahr erst so ernsthaft das Bahnradfahren ins Visier genommen haben, dass wir einfach unfassbar tolle Unterstützung bekommen haben von den Trainer natürlich, in Frankfurt war es jetzt der Markus Wähner, aber auch der René Schmidt, der uns dann nach Paris begleitet hat. Die Mechaniker, die uns natürlich auch erklärt haben, jo, hier, wie funktioniert das? Man muss ja beim Bahnrad immer die einzelnen Gänge quasi aufschrauben. Man schaltet ja nicht, sondern hat halt einfach verschieden große Kettenblätter. Und je nachdem, welche Distanz man dann fährt, entscheidet man, ja, nehme ich den Gang, den Gang. Die haben uns da unfassbar viel geholfen und ganz entscheidend auch einfach die erfahrenen Sportler, sei es jetzt ein Pierre Senska, dann der Robert Förstermann, der, denke ich mal, schon auch einigen vielleicht bekannt ist und der jetzt als Pilot auf dem Tandem startet. Genauso der Michael Teuber. Also ohne deren Unterstützung wäre es sicherlich nicht möglich gewesen, dass wir bei der Bahn-WM dann doch einigermaßen gut und manche sogar wirklich überraschend stark auch ganz vorne mit in die Weltspitze reingefahren sind. Also an der Stelle riesen Dankeschön. Und dann stand also die Bahn-WM in Paris im Vélodrome National, wo eine Woche vorher tatsächlich auch schon die reguläre Bahn-WM stattgefunden hat. Das heißt, ich kannte die Bahn schon so ein bisschen aus dem einen oder anderen Video und bin dann am Mittwoch relativ knapp eine Viertelstunde vor dem letzten Bahntraining da in Paris angekommen, habe dann das Bahntraining noch so ein bisschen mitnehmen können. Dann standen eben am Donnerstag meine ersten beiden Rennen an. Zunächst die 200 Meter, da muss ich sagen, hatte ich überhaupt keine großen Erwartungen. Ich wusste nicht genau, welchen Gang ich
fahren soll, weil ich das einfach nie geübt habe, weil auch klar war, dass ich da nicht allzu großes Potenzial habe, weil es ja einfach eine maximale Sprintdistanz ist, da sind andere einfach deutlich stärker. Dementsprechend war das nicht überragend. Gerade wieder auf dem Zimmer angekommen, 200 Meter heute Morgen liefen überhaupt nicht gut. Da bin ich 17. von 19 geworden, was aber auch so zu erwarten war. Also Sprint auf die kurze Distanz ist einfach so speziell, sage ich mal, wenn man das nicht trainiert, und da habe ich wirklich keinen großen Fokus drauf gelegt, dann kommt da halt auch einfach nichts Gescheites voraus. Insofern, das war soweit okay. Viel wichtiger waren mir dann am Nachmittag die 4000 Meter. Die hatte ich auch auf jeden Fall so im Training in den Fokus gesetzt und war mit dem Ergebnis dann auf jeden Fall auch zufrieden. Bis kurz vor Schluss sah es sogar noch so aus, als könnte ich 8. werden. Am Ende wurde ich dann 9., aber immerhin ein Top-10-Ergebnis und vor allem für mich ganz wichtig, eine persönliche neue Bestzeit. Und im Vergleich zu der Zeit, der ich in Cottbus bei der Deutschen Meisterschaft gefahren bin, auch wirklich einen Riesensprung nach vorne gemacht, also über eine halbe Minute, was auf die kurze Dauer von gute 4,5 Minuten, beziehungsweise in Cottbus eben noch gute 5 Minuten, schon einfach ein Riesenunterschied wirklich ist. Freitag war dann das Scratch Race, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss ich wieder sagen, das war eher wieder ein Rennen, aus dem ich einfach viel lernen konnte. Da starten alle gleichzeitig und man fährt dann eben eine bestimmte Rundenanzahl und es geht darum, wer als erster die Ziellinie überquert. Und da wurde halt von Anfang an wild attackiert und ich meine, ich fühle mich doch einfach wirklich noch gerade auf dem Punktrad, auf dem ich nicht so viel gefahren bin, also mit dem normalen Lenker, das weiße hier, das da, doch noch relativ unsicher, und dementsprechend war ich dann danach ja ein paar Runden eigentlich quasi raus, bin dann da irgendwie noch so halb mitgerollt, habe noch den einen Kommissär ein bisschen falsch verstanden, weil ich dachte, der ruft mich schon raus, eigentlich war ich aber noch im Rennen. Dann, naja, kurze Zeit später hatte ich dann da so eine rote Fahne vorm Gesicht wedeln und wusste, jetzt bin ich wirklich raus. Ist halt auch ein bisschen suboptimal, wenn man bei seiner sein erstes Scratch Race direkt dann im WM-Wettkampf fährt. Aber soll keine Ausrede sein, für andere war es auch das erste Mal. Und die haben trotzdem ziemlich gut abgeschnitten, wie zum Beispiel der Franz Josef, der auch ein ziemlich cooles YouTube-Video in letzter Zeit gemacht hat. Könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, ich denke dran, es zu verlinken. War also das Scratch Race, dann stand am Samstag stand noch die 1000 Meter an. Da lief es wieder deutlich besser, auch um 2 Sekunden meine persönliche Bestzeit nochmal verbessert. Und wie auch schon bei den 4000 Metern einen neuen deutschen Solorad-Rekord aufgestellt, wenn man so will. Also quasi im Pararadsport auf 2 Rädern, jetzt zum Beispiel das Tandem ist natürlich deutlich schneller. Aber da habe ich mich natürlich auch gefreut und fühlt sich dann einfach doch gut an, wenn man halt beim WM-Wettkampf auch wirklich Bestleistung abrufen kann und nicht, wie es jetzt auf der Straße war, dass ich da ja dann doch bei den WM-Rennen eigentlich ziemlich reingekackt habe. Auch einfach unabhängig von der Platzierung, was halt meine persönliche Leistung quasi angeht. Was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen will, dass das deutsche Team insgesamt wirklich auch sehr erfolgreich war. Es war einfach richtig cool, mit den Leuten da vor Ort zu sein. Insofern also einfach ein riesen Dankeschön für dieses geile Event. Guten Morgen! Es ist mal wieder soweit. Wir machen uns auf den Weg zu einer kleinen Radreise. Heute geht es nämlich in die Schweiz. Da starte ich jetzt dann doch relativ spontan, sage ich mal. Also bei der WM hat es sich letztendlich ergeben, dass wir da nochmal fahren dürfen. Was mir natürlich sehr zugute kommt, da ich gerade ja beim Scratch Race schon gemerkt habe, dass ich einfach noch unglaublich viel Erfahrung brauche, um mich da sicher zu fühlen. Und dann habe ich mir gedacht, nutze ich doch die Chance gleich, mache das Training im November gleich auch ein bisschen interessanter, wenn dazwischendrin nochmal so ein Event ist. Und dementsprechend starten wir da heute beim Europacup auf der Bahn in Aigle. Mit dem
bayerischen Kader waren wir dann vor Ort mit dem BVS. Manuel und Michi vom BVS waren auch noch mit dabei, aber eben auch noch die anderen Landesverbände, also vor allem Brandenburg eben. Das war auch einfach nochmal ein richtig cooles Event, hat Spaß gemacht. Die Zeiten, die ich da gefahren bin, waren nicht so gut wie in Paris, einfach weil ich dann nach Paris natürlich ja entspannter trainiert habe, beziehungsweise auch eine Zeit lang eigentlich kaum trainiert habe und das ganze Jahr jetzt weniger ein Saisonhöhepunkt von der letzten Saison quasi war, sondern eigentlich fast schon eher dann in das Training für die nächste Saison gefallen ist. Also ich habe kurz vorher eigentlich erst wieder angefangen. Wie dem auch sei, hat richtig Bock gemacht im Stretch Race. Habe ich mich auch viel sicherer gefühlt, was natürlich schon auch daran lag, dass einfach nicht so viele super starke Leute da waren wie jetzt in Paris. Nichtsdestotrotz habe ich mich gefreut, dass ich dann da so gut mitfahren konnte und es gab dann so eine Gesamtwertung, also über alle Disziplinen, bei der ich dann am Ende sogar noch auf dem Podium gelandet bin. Was natürlich doch sehr cooles Gefühl war, nachdem ich ja doch noch nicht so lange auf der Bahn dabei bin. So viel zu meinen Bahnrad-Sport-Erfahrungen der letzten Saison. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, da im nächsten Jahr dran zu bleiben und im besten Fall es natürlich auch wieder zur WM zu schaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare, beziehungsweise würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was ihr hier zu meinem neuen Ambiente sagt. Ich habe jetzt mal versucht, mein Trainingskeller hier so ein bisschen aufzuwerten, damit er als einigermaßen ansehnlicher Hintergrund für die YouTube-Videos in Zukunft taugt. Und ansonsten haut rein und wir sehen uns.